Was geht ab, Leute? Hier ist Berjan. Ich bin jetzt aus dem Büro raus und fahre nach Hause, packe meine Koffer, treffe mich mit den Jungs und dann geht's ab nach Stuttgart. Hallo! Wie schaut's hier aus? Nee, mein Datenschutz und so. Werden Sie 3 Tage Party machen? Wie immer. Und danach dann so, oh, du bist endlich wieder Wieder mal für die nächsten 3 Tage verabschiedet. Es ist nicht so einfach, aber was will man machen? Man versucht seinen Traum zu erfüllen, ne? Und wenn ich daran denke, dass ich in 4 Wochen auf dem Feld stehe in Barcelona und in 5 Wochen gegen Frankfurt spiele und das im Fernsehen gezeigt wird, ist das schon ziemlich nice. Wir haben einen Kameraden verloren. Ist Anthony nicht da? Nein, er Boah, ist du kannst es krank. dann nicht ganz allein aushalten. Ja. Soweit ist es gekommen, Leute. Ihr seht, unsere Fanbase ist so groß, die Leute lackieren jetzt schon für uns ihre Autos. Kommt euch das hier bekannt vor? Richtig. Wir sind wieder im selben Hotel wie vorher. Da hinten ist übrigens unser Fernsehturm. Was ist neben dem Fernsehturm? Was war da nochmal? Was war da nochmal? Es fängt mit S an, gell? Das ist Ja. unser, was ist nicht unser, was ist nicht unser Stadion, oder? Ja, Ja. Mann, das war unser Stadion. Unser Stadion. Zum 50. Mal. Wir packen es jetzt ins Training. Donnerstagabend, erstes Training der Woche. Wir können es kaum erwarten. Ich werde ihn so richtig zerstören. Ich werde Let's dich go! immer sagen, gell? Hallo, meine geliebte D-Line. Guten Tag. Shame on me. Warum? Weil ich Marcells Pad, seine Schuhe und sein Helm bei mir in der Garage liegen lassen habe. Oh mein Gott. Läuft. Was Kommt sagst du er noch? dazu, Bro? Ey, mega wacke Performance. Ist so. Wo ist der Team? Was machst du hier? Hier ist die D-Line. Ich bin eigentlich nur zum Zuschauen, Ey, geht schnell hin, holt euch die coolen Hosen. Ja. Zeig mal die Hose. Oh ja. Was? Wir haben Angst vor dir. Wir haben Angst Du vor auch? dir. Nein, ich eigentlich nicht. Aber Wer seid ihr? extrem. Stellt euch vor. Nader und Armin, wir sind die Gründer vom ersten offiziellen Fanclub der Stuttgart Search. Yes. Genau so ist es. Nimm das auf, nimm das auf. Echt? Ooh, I got a big booger. Hey! Perfektes Timing! Nice, es geht, ne? GM, alles klar. Ja, bei dir? Ja, natürlich. Machst du wieder, bist du ein bisschen wieder am Drehen hier, ja? Guten Morgen, guten Morgen. Morgen wird ein bisschen besonderes Training sein, weil da kommt offizielle Refs der ELF. Werden bei unserem Training dabei sein. Die werden uns auch ein bisschen über die Regeln aufklären, die ein bisschen anders sind als in der NCAA. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. So, jetzt haben wir Besteck geholt für unser 5-Sterne-Mahl, was wir jetzt herrichten. Zack, zack, zack. Und natürlich darf Ayran nicht fehlen. Weil wir Sportler sind. Und weil wir Sportler sind, gibt es noch Dessert. Genau. Auf geht's. Freitagstraining. Selbe Uhrzeit wie gestern.
Was geht, Leute? Heute ist Samstag, letzter Tag in Stuttgart. Wir checken aus. Schaut mal, wer da ist. Nicht der, den kennst du schon. Der Nader ist wieder am Start. Uiuiuiui. So, dann machen wir heute mal ein bisschen Sightseeing für die Jungs aus Augsburg. Jawohl. Sag mal die richtige Stadt. Damit fangen wir gar nicht erst an. Beide Städte sind cool, okay? Einigen wir uns da drauf. Packen wir es und schauen wir mal, wo uns der Nader hinbringt. Da ist noch was drin, Alter. Jeder Tropfen muss raus. Was geht, Brady? Hey! Brady! Das ist der Gerne. Da gehen wir jetzt hoch. Pre-Practice Warm-up. Waffelbäckerei. Ist gar nicht so weit. Ja, ja, ich meine nicht den Turm, ich meine schon die Waffelbäckerei da oben. Das wird jetzt diese Treppe. Schätzt mal ab, wie viele Stufen das sind. Ich zähle jetzt die Stufen und dann machen wir es so. Ihr kommentiert die Stufenzahl unter dem Video. Und wer am nähersten dran ist, der bekommt einen benutzten Mouthpiece von dir. Der bekommt einen benutzten Mouthpiece vom Stingel. Ihr kriegt irgendwas Schönes. Ich lasse mir was einfallen. Also, wir haben uns entschieden. Wer bist du? Mein Telefon klingelt, Mann. Der Max ruft an. Max? Was? Wir haben Hunger. Ja. Ja, wo geht ihr denn essen? Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt zum Udo-Snack. Nein. Nein, wir gehen jetzt nach Stuttgart-Möhringen. Okay. Zu einem Dönerladen. Wir wollen hier Stuttgarter Döner testen, weißt du? Oh, aber da in Möhringen gibt es keinen Döner. Boah. Oh. Da ist der Ansage. Beste Döner in Stuttgart. Warte. Da bahnt sich gerade ein Battle an. Wir gehen heute mit Nader diesen Döner essen. Und zwar nennt sich das Regenbogen-Imbiss. Regenbogen-Imbiss. Unbezahlte Werbung. Und dann führst du uns einfach mal zu deinem Dönerladen, okay, Max? Also wir sind jetzt da und was ich gerade entdeckt habe, was sehr gut ist, können wir danach uns gleich noch ein Eis holen. Yes, sir. Yes. Eis. Junge, wie heißt das? Nicht yes, sir. Yes, yes sir. Yes, sir. Ein Eis danach. Yes, sir. Wir haben jetzt den Döner gegessen. Shoutout an Regenbogendöner. Der war echt gut. Der Name hat sich erst ein bisschen komisch angehört für uns. Den hat uns der Nader empfohlen, der Gründer vom Fanclub. Ist der da vorne, ja. Ich muss zugeben, es war keine Enttäuschung. Er hat uns echt getaugt. War nicht schlecht. Nächste Woche tut uns dann der Max, unser Social Media Beauftragter, der wettet darauf, dass er einen besseren kennt. Bringt uns dann zu einem anderen Dönerladen. Und dann schauen wir mal. Zu uns hat keiner gesagt, dass wir Haufen Treppenstufen hochsteigen müssen. Du weißt, wir haben heute noch Training, gell? Im Gegensatz zu Augsburg ist Stuttgart eine Stadt, die hat ganz viel Höhen und Tiefen. Das haben wir gleich gemerkt, wo wir in der Stadt rumgefahren sind. Das ist kein Flachland, ja. Das ist das Einzige, was mir hier nicht gefällt. Wir müssen aufhören. Kannst du reinspiegeln? Das war unsere Beratung draußen. Ein bisschen schwer Saal. Ich bin da rein. Guck mal die Decken an. Ja. Der Boden ist aus reinem Marmor. Ja. Die Säulen auch. Und war es dann auch. Also das. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also innen ist es nochmal also krank. Sollen wir uns ein Souvenir schicken? Dann kommt der Architekt aus ihm wieder raus, dann muss er gleich alles analysieren, was für Baustoffe das sind. Das Ding ist 300 Jahre alt. Das ist Geschichte, mein Freund. Pre-Practice. Also,
Ausflug hat mich fertig gemacht, Mann. Ja, Mann. Und es war schon wieder echt anstrengend den ganzen Tag. So. Auch wenn wir eigentlich nichts gemacht haben. Ja, habe ich so viel gemacht, aber. Das ist ewig für alles. Wo Sergeant auf dem Feld ist, schnell. Aber außerhalb vom Feld ist der Junge so langsam. Vor dem Spiel braucht er eine halbe Stunde, nach dem Spiel braucht er eine halbe Stunde. Immer, du kannst sagen, er ist der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Aber für alle anderen ist es nervig. Ja, aber der kann auch seinen Döner schnell essen. Ja, das stimmt, ja. Da ist er auch schnell. Wenigstens bist du auf dem Spielfeld schnell. Laber nicht, Mann. Oh, ich hab dir gerade halbe Props gegeben. Du machst mir gerade meine fucking innere Balance kaputt. Seit wann ist die irgendwie ausgeglichen oder so? Die ist momentan gut ausgeglichen. Ich habe heute Döner gegessen. Aber ich habe heute ein bisschen was von Stuttgart gesehen. Ein gutes Video gedroppt. Das ist gut angekommen. Ist doch alles gut, Alter. Das Wetter ist schön. Was ist das hier? Gruppenbehandlung oder was? Ist das hier Gruppenbehandlung oder was? Jeder hat eine Pistole in der Hand. Hier, da eine Gummi, da an dem Ball, Alter. Da wird noch gesund gegessen und so. Was ist da los? Seid ihr etwa Athleten oder was? Bisschen. Ja. Die Videos sind echt geil geworden. Die Indie-Videos sind besser, oder die One-on-Ones sind auch mal besser gefilmt wie sonst die. Ja, ja, das ich wollte eigentlich bei den Pass One-on-Ones das machen, aber mir wurde das ausgeredet. Ja, ist keine gute Idee. Das ist, also mach beim Inside-Run. Ja, safe. Vielleicht zwei Plays und dann die weg. Ich würde da direkt noch eine Seite vorschlagen, also wo einer steht. Okay. Ja, genau. Everybody ready? Hell yeah! Y'all ain't ready to see! See, I'm loud in there. Everybody ready? Hell yeah! Surge, go! S-U-R-G-E, Surge, Surge, yeah, get it. Marseille, break down, y'all, hit your helmet. Ready? Break down! Yeah! Hey, have a good practice today. Dominate on three, one, two, three. Dominate! Wow! That's shit! Was geht, Leute? Wir sind fertig, sind gerade an einer Tankstelle, haben kurz was zu trinken geholt und machen uns jetzt auf den Weg nach Augsburg. So läuft das Wochenende bei uns immer ab. Samstagabend Training, danach nach Hause fahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut gerne das von letzter Woche noch an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Let's go.